Bist du. Ist die Schwierigkeit leicht oder was ist das? Das ist leicht. Ja, gut. Vor Creeper brauchst du zumindest, wenn du volles Leben hast, keine Angst zu haben. Bist du sicher? Creeper machen zumindest 3 Herzen Schaden auf gleich. Nicht so, Kollege. Oh. Ja, ich muss mir jetzt eine Spitzhacke mitnehmen. Kohle und Eisen darf ich nicht übersehen lassen. Ja, ich bin dann dein Gleitschutz. Ja. Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Ich könnte ein bisschen Gammelfleisch gebrauchen. Übrigens, dein Hemd hängt hinten raus. Sieht nicht schön aus. Was wollte ich machen? Eine Spitzhacke. Oder habe ich noch irgendwo welche? Hast du gehört? Dein Hemd hängt hinten raus. Ja, bei deinem Charakter. Das sieht nicht schön aus. Hm, was bei mir, bei mir auch, guck mal. Ich weiß ja. Mach dir mal auch eine Spitzhacke. Ja. Dann kannst du auch. Ja. Guck mal hier, ist da auch ein. Ja, du, das ist doof, dass du mein Texture Pack, mein Charakter sozusagen nicht siehst. Den, kennst du von Spider-Man Karnick-Spinne? Ja, ach so, ja, ja. Ja, ja, diese Gentechn, diesen Gen manipulierte Spinnen, ne? Nein. Das ist so, du kennst ja Venom. Ja. Der in Rot, das ist Karnick-Spinne. Das, ja. Das ist sozusagen die zweite Generation von Symbionten. Okay. Kann man so sagen. So, ich dachte, so heißt diese genmanipulierte Spinne, die ihn gebissen hat. Nein. Skyrim Themesong, jetzt wird episch. Da hätte ich wieder das richtig Lust, an Xbox zu setzen und Skyrim zu zocken. Aber mache ich natürlich nicht. Ach, ich muss den Faden in Sicherheit bringen. Wie viel Faden habe ich denn? Ein, ich muss den in Sicherheit bringen. Ja, Moment, ich komme. Da Dreck. Ich muss meinen Dreck. Ja, Dreck sollte ich auch jetzt ablagern. Habe ich gerade. Ich denke mal, wir sollten gleich mal mit dem Bau anfangen, oder? Ja, wir gucken, wir gehen dann auf die Pfeilinseln, du weißt schon. Das heißt, unsere Folgen die ganze Zeit nur Dreck abbauen, Teil 1, Dreck abbauen, Teil 2, Dreck abbauen, Teil 3. Hört sich ja schon spannend an, oder? Ah, nicht Sticks, ich wollte fahren. Noch ein fahren, dann haben wir eine Wolle. Krieg ich auch eine Truhe für mich? Ja, aber. Du bist ja jetzt nur Dings da, wir teilen uns die Sachen jetzt auf. Wie wir es uns in unserem normalen Minecraft-Spiel machen. So, also ich bin das Obst, wenn einem der Schokoladenpudding ausgeht. Ich esse gern Obst. Das soll ich so verstehen. Nein, Spaß. Nein, aber wir machen das genauso wie bei unserem normalen Spiel bei Minecraft einfach. Ja. Wir teilen uns die Sachen hier auf. Und fertig ist. Ja, das ist fertig. Und streiten uns, wer das Eisen rausnehmen darf. War das jetzt mit der Spitzhacke? Ja genau, streiten sie ja genau wieder ein Eisen aus dem Ofen nehmen, das wie ein Erfahrungspunkt. Ja genau. Ja, Dings da. Ja, das ist göttlich. Das ist immer so ein geiler Streit, finde ich. Das ist aber lustig. Wir stehen immer vor dem Ofen und gucken, wann ist das Eisen fertig, wann ist das Eisen fertig? Und dann BÄM, ha, ich hab's. Meistens ist das ja so, dass ich ja immer das Eisen rein tue, er es immer rausnimmt. Dafür, aber ich immer meistens immer noch ein höheres Level habe als André. Ja, das ist auch eigentlich so. Ich weiß nicht, ob du irgendwie pusht oder so. wo bist du denn jetzt eigentlich? Find ich gar nicht. Bin wieder eine Abbauinsel. Achso. Hier bauen wir jetzt. Da lang. Wir sind jetzt hier auf einem bestimmten. Wenn mich meine Ortskenntnisse nicht täuschen, hast du sicherlich, ist das nämlich nicht der Fall. Das sag ich doch. Ich meine Ortskenntnisse, das ist immer. Das sollte schon bekannt sein, wenn man meine Videos guckt. Das ist jetzt keine völlig normal bei mir. Hat kaum Orientierungssinn. Ich glaube, hier baue ich eine Baumplantage hin. Das ist meistens so, dass ich immer statt Norden nach Süden gehe. Also das liegt sicher daran, dass du keinen Kompass mit hast. Unter anderem, ja. Wenn wir das hier jetzt auf die Ebene bringen. Guck mal, da ist ein Wolf auf dem Baum. Auf dieser Ebene müssen wir das bringen. Was machst du jetzt da? Ich mache jetzt hier so einen Gang, wie wir ungefähr graben. Ja. Verstehst du? Hier ist. Dreck holen? Was? Soll ich schon mal ein bisschen Dreck holen? Nee. Habe ich was zu tun? Nee, du kannst ja hier abbauen. Ich wollte diese Insel jetzt in dieser Höhe tun.
Ich wollte jetzt nur den Rand hier schon mal, ja. Geformt haben eben. Wenn das PvP nicht an ist. Ja. Warte, ich geh mal kurz hoch. Okay, da ist eine, Boah, die Musik macht mich gerade voll sentimental. Das hört sich gerade an wie Zelda irgendwie, die Musik. Vom Musikstil her hört sich das bei mir an wie Zelda, aber es ist Final Fantasy. Das weiß ich noch aus dem Kopf. Ich habe auch Zelda-Musik, aber ich habe gerade Zufallswiedergabe an, also... Ich hatte Zelda-Musik, aber bis meine Festplatte formatiert wurde, da hatte ich noch dieses guten Lost Wood oder so. Nee, ich weiß nicht, wer Zelda spielt, ich kenn's nicht. Also ich habe auch nur einen Teil gespielt von Zelda. Welches denn? Phantom Hourglass. Ach ja. Hast du mir wirklich OP gegeben? Ich habe dir OP gegeben. Weil ich kann ja irgendwie nichts hinbauen. Warte. Ich mach nochmal Slash. OP. Nee, doch, ist okay, ist okay. Und wenn, du hättest das doch schon merken müssen, wo du Weizen abgebaut hast. Ja, ist okay. Aber ist okay, ich war schon OP. Ja. Ich baue jetzt den Rand. Du musst das dann ungefähr gleich. Kein Dreck mehr. Was machst du denn? Ja, hier, kannst du abbauen. Jetzt alles hier, ach so, du willst alles eben haben. Alles auf einer Ebene. Dann verstehe ich das erstmal. Meine Güte. Ich dachte, du willst die Brücke auf der Ebene haben. Nee. Ich werde bekloppt. Bekloppt, bekloppt. Ob dafür GEMA-Rechte sind? Wir sind schon am diskutieren, ob es für den Kohle-Song schon GEMA-Rechte gibt. Er ist klar. Das wäre jetzt wohl die Oberhöhe, ey. Wenn jetzt schon für Let's Player Songs oder so, wenn da schon die GEMA einschreiten würde, wäre wohl jetzt die Ober. Wäre jetzt ja. Ich sag mal, aber das wäre auch ein bisschen übertrieben. Ich sag mal, wenn jemand, sagen wir mal, Let's Player ist, der hat dann so ein Lied reingebracht, der hat dann zum Beispiel verschiedene Accounts, der könnte dann nicht darauf zugreifen. Das ist doch voll unfair. Das ist, schon zumal er. Doch, er könnte sich selbst die Rechte geben. Ja, aber das wäre doch ziemlich teuer. Nee, warum? Du musst bedenken, du kannst ja andere Leute die Rechte dieses Liedes geben. Er muss ja nichts zahlen dafür. Ja, aber du, das ist nicht so einfach mal so ein C darüber zu setzen. Das ist auch nein, ich meine, ach, wir verstehen uns gerade falsch. Du hast gerade gesagt, wenn er mehrere Accounts hat. Ja, ja, dann könnte er sich natürlich die Rechte, ja, das stimmt schon. Ja, war jetzt auch ein schlechtes Beispiel. So wie du es gesagt hast, kann man das so machen, dass man einfach sagt, ja, er hat die Rechte. Im Prinzip dürfte man ja, musste man ja auch das ganze Let's Play dann sperren. Wenn man dann den Song dann auf im Let's Play bringt, dann müsste man ja auch das ganze Let's Play Video dann sperren. Und das wäre dann für den Let's Play an sich dann schon. Ja, das ist ja doof. Das Patent kostet teuer. Yep. Ich weiß, es wäre jetzt gut gedeutscht, aber. So für die schlecht Deutsch. Für die Leute, die schlecht Deutsch können. Erfindungen sind echt teuer. Also die Anschaffung. Ach, wir brauchen da, glaube ich, gleich Cobblestone. Du weißt ja, wie ich die Baumplantage immer habe. Ja. Das hat der Erfinder der Glühbirne auch gemerkt, dass er teuer war. Da hat er kein Patent drauf gemacht. So dumm kann man sein. Ja, hat er nicht. Nee, das war dann, das hat ihm dann, das wurde dann geklaut, die Glühbirne. Die hat ja gar nicht, ich weiß es gar nicht. War das Thomas Edison, der die erfunden hat, oder war das Thomas Edison, der es geklaut hat? Ich weiß es gar nicht so genau. Man sagt, dass Thomas Edison sie erfunden hat. Ja, und dann hat sie doch jemand geklaut, ich weiß es aber nicht. Er hat die Elektrizität erfunden, also... Ja, aber die Glühbirne hat er dann auch erfunden, aber dann wurde das doch geklaut und dann hat er das, der geklaute das, aber den Patent dran gemacht. Ja. Weil er, der wahre Erfinder, nicht das Patent dran gemacht hat und dann darfst du es natürlich auch nachmachen. Ja. Das ist ja schon ein bisschen lange her, ne? Aber ja, man weiß ja auch nicht genau, ob es wirklich Thomas Edison war oder es kommt drauf an. Ja, ich glaube, das weiß man, glaube ich. Ich glaube, da konnte man schon einigermaßen dokumentieren. Ja. Wenn es schon Patentamt da gab, dann konnte man auch dokumentieren. Ja, stimmt. Also so eine Art Patentamt. Ich denke mal nicht, dass das genauso war. Wie heute, aber ja. So eine Art. Ach man. Hab ich ja.
Sony Vegas, ah. Was ist damit? Ist gerade Playlist. Ah. So, ich kenne nur das Schneideprogramm Sony Vegas. Ich wollte gerade sagen, ich kenne das auch nicht. Also wenn das ein Spiel sein sollte, dann habe ich das auch noch nicht oder? Gesehen. Doch, es könnte sogar sein, dass es ein Spiel gibt. Ja, dann wird es ja keine Musik geben. Bin ich jetzt hier, ich bin noch... Sony Vegas 9. Das ist auf jeden Fall kein Spiel. Das ist sicher ein Aufnahmeprogramm oder ein Schneideprogramm. Kann Intro sein oder so, keine Ahnung. Kann auch sein. Dann Launcher. Hab ich auch noch drauf, zum Beispiel 430 Launcher. Ich müsste mir bei dem Portal 2 Launcher Musik holen, die ist auch ganz cool. Du meinst die, die ich drin hatte? Die Launcher-Musik von Portal 2, wenn man den Launcher öffnet. Ich hab mir die... Ach! Das Elektrozeug da. Ja. Mir fällt gerade auf, bei mir läuft gerade One Piece. Wenn... Während eines Kampfes oder wenn der Kampf beendet ist? Oh. Ich glaub... Ich hab auch Eisen gefunden. Dass auch gerade Eisen schmelzen wollte ich gerade. Ist aber zu riskant auch zu haben. Riskant würde ich nicht machen, wirklich, nein. Was wollte ich mir machen? Eine Axt. Okay, es ist mir mal gelungen, komplett abzubauen. Ach, bin ich gut. Eine Axt möchte ich und was möchte ich denn noch? Ja, was sollte ich denn? Spitzhacke habe ich noch. Zwei Schaufeln müssten eigentlich reichen. Gut, dass du mir eine Spitzhacke gemacht hast übrigens. Ich habe mir das schon irgendwie gedacht dann. Ja, okay. Ist dir aber aufgefallen, wie lange es schon Tag ist? Nein, nicht direkt. Wie komisch. Christian? Du hast OPs. So. Ich könnte das sehen, ja. So. Muss jetzt die richtige hier. Team muss bei 40 Diamanten hat, blende ich dann aus in der Aufnahme. Ja, ja. Da wundert euch nicht, wenn auf einmal der ganze Bildschirm schwarz ist. Oder auf das ist immer so, wenn ich irgendwas mache. Wenn man Fraps einlaufen lässt, ist es immer so. Ja. Das ist jetzt die neue Version von Fraps. Ich habe einen bestimmten Rand extra freigelassen, André. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Nö, hab ich. Nö, nicht direkt. Ja, hier. Du weißt dann, wo und der Dreckblock um einen erhöht ist, ist jetzt Dings da. Da ist die Grenze. Ja, Grenze mal. Verstanden. Da kommt ja auf einmal ein schwieriger Bogen. Zum Kenntnis. Aua. Autsch, wo ist der denn? Da. Da ich nicht an den Rand. Der macht mir Angst. Der ist ja auf dich fixiert. Bäm. Einfach auf beiden Seiten drauf prügeln. Hier ist Rand. Da doch nicht. Ey. Es soll ja nicht bis zum kompletten Rand gehen, weil hier noch... Weil hier ist eine Insel komplett. Ich leuchte kurz den Rand aus. Inseln werden überbewertet. Ja, so. Dann haben wir ein Problem. dann ersetze ich jetzt die Steine hier noch durch Dreck. Ach, schon wieder diese Quelle hier. Ja, die Quelle nervt. Erstmal am Rand hier ausleuchten. Ich finde diese Malkies-Textur eigentlich ganz cool. Ich finde die scheiße. Die sieht so aus wie Cobblestone. Nein, was siehst du Cobblestone? Aber doch, bei mir ist... Ich sehe daraus Cobblestone, ehrlich. Ich sollte am Rand schleichen oder lieber so laufen. Ja. Geht jetzt dann Grenzwald bezogen. Was hältst du? Ja, ich habe das ja extra gemacht, falls Monster spawnen sollten, dass wir nicht unbedingt vom Skelett oder von der Spinne also in Abgrund geschossen werden. Jep. Boom, ratz, fatz, fatz, Kala, boom. Ey, hilf mal diese Quelle hier zu stopfen, ey, die bringt mich in den Wahnsinn. Ich bin hier gerade. Als hab ich den Faden verloren. Egal, hilf mir mal. Was? Du hast einen Faden verloren? Das geht nicht. Wir brauchen doch noch Faden für Betten. Ja. Wir müssen auf jeden Fall auf Spinnenjagd gehen. Und ich sollte mir was zu essen einhauen. Ich habe nur noch einen Hunger und einen Teil. Ja, toll. Next Pay. Na super, und gleich sterben wir alle. Gleich kommen wir spawnen hier auf einmal 50 Creeper.
jetzt hier überall, jetzt kommen ja überall TNT-Blöcke runter. Ja, hat die Welt so generiert. Jetzt kann ich ja mal gucken, was für ein Teil das ist von Max Payne. Das ist, toll. Kein Name. Es ist Max Payne, ne? Es ist Max Payne. Reicht jetzt? Ist klar. Ich weiß nur, dass es Max Payne ist. Autsch. Bei meiner Playlist hat das Epic Minecraft. Ja. Nicht gut. Axt. Oh. Ach scheiße, ich bin kurz baden gegangen. Ach, ich bin raus, ey. Ich bin jetzt am überlegen, lohnt es sich jetzt 4 Brot reinzupfeifen?